Was daneben reicht ja auch. Da ist sowieso dann der Aufgang und das wäre vielleicht gar nicht mal so gut. Der ist jetzt schon ziemlich gerade, ne? Hier? Nee, nicht so ganz. Nicht so ganz, okay. Das ist in Ordnung. Wobei wir jetzt natürlich auch einfach mal so einen richtigen Knick machen könnten, ne? Wartet mal. Richtig. Ich kann ja jetzt hier einfach direkt runtergehen. Und mache hier gar nichts mehr hier oben. Wieder klar. Wer grunzt denn hier eigentlich die ganze Zeit? Haben wir hier unten drunter eine Höhle? Ich fürchte es. Das war falsch. So doch nicht, manchmal ja. So auch nicht, so auch nicht. Okay, also so. Na, wollen wir langsamer runterkommen? Nee, so ist in Ordnung, glaube ich, wenn ich hier direkt runterkomme, ne? Machen wir das so? So, vielleicht. Mir fehlt hier dann noch was, ne? Machen wir es lieber so. Irgendwie sieht es jetzt komisch aus, wahrscheinlich, weil hier nicht genug Erde ist, ne? Ich setze sie mal eben noch. Soll er hier schon weiterhin eingerahmt sein von Erde? Allerdings ist es auf der anderen Seite halt nicht so. Na gut. Ich muss ja nicht immer nur was wegnehmen. Ich kann ja auch mal was dazu machen, ha? Auch wenn es nicht vorher da war. So, und jetzt heißt es aber auch wieder ganz schleunigst zurück und ins Bett gehen. Dann habe ich das gleiche Problem wie beim letzten Mal. So. Ja. Die grunzen mir da unten schon alle viel zu aufdringlich. Ach du. Oh, ich habe einen Schutz. Ich habe einen Beschützer da. Es ist ein Pferd. Leider funktionieren die nur nicht wie Katzen. Das wäre gut. Gott, oh Gott. Gott, Gott, Gott. Oh. Ihr blöden Viecher, ehrlich. Dann nimm das und das. Stirb du. Oh, der hatte eine Möhre dabei. Wie schön. Da habe ich jetzt wieder blöd erschreckt, ey. Blöde Viecher, Mann. Wie arg man an so einem Pixelleben hängen kann, ne? Das ist schon übel. Oh, der ist noch nicht mal gestorben. Oh Gott, hier werden mehrere nicht gestorben sein, fürchte ich. Weil es hier einfach zu bewaldet ist. Überraschung. Oh, okay. Ach, du bist auch nicht gestorben. Ist so dunkel hier. Dann wird es Zeit, dass die Bäume hier wegkommen. So, weg mit dir. Kann ich auch nicht aufnehmen. Ah, das ist doof. Das ist doof. Wartet mal, dann schmeißen wir lieber das weg. Oh, 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 oh. Irgendwo steht da noch einer. Ich bin mir sehr sicher. Nicht da vorne, aber ich glaube, das sind Pilze. Boah, egal. Ich gehe einfach weg. Ich gehe einfach weg, Mensch. Die können auch unten sein. Das war ein Schwein. Ja, ich glaube, die sind einfach unten und gut ist. Sag mal, bin ich jetzt eigentlich hier so runtergekommen, um dann jetzt direkt wieder hochzukommen? Das war jetzt irgendwie unsinnig, oder? Hm. Naja, egal. Ah, nee, das ist doof. Kann ich das... Fuck, der ist doch hier oben. Ins Gesicht. Ich hab's gemerkt. Ich hab's gemerkt. Das ist mir mitten in den Kopf geschossen. Großartig. Gut, dass ich einen Helm getragen hab. Manchmal sollte man seinen ersten Gefühlen doch direkt glauben, ne? So. Ist das so richtig? Ja, ich denke, so lassen wir das. So, jetzt müssen wir wieder nach oben.
Nehmen wir das auch nochmal weg. Ach so, das ist ja... Hier bin ich ja jetzt auch so messy geworden, ne? Weil ich da in der letzten Folge oben so festhing. Es ist immer wieder so ein Panikmoment. Und du da mal weg. Ich denke mal... Da wird sicherlich noch einiges weggehen. Oder ich muss Treppen machen, aber mit bei Treppen kommt man einfach nicht so gut hoch dann, ne? Mit dem Fuhrwerk zum Beispiel. So. Jetzt mal wieder ein bisschen schräger werden hier. Müssen wir da schon einen hinsetzen und hier auch noch. Vielleicht lassen wir dann einfach von hier aus noch einen Weg so in diese Richtung irgendwie abgehen. Dann ist es auch gerechtfertigt, dass es irgendwie so tief ist. Sonst sieht das hinterher doch scheiße aus. Okay, aber jetzt kann ich hier wieder ein bisschen was nachstopfen. Das Loch ist doch viel größer geworden als eigentlich gewollt. Hier ist irgendwie komisch. So ein Ärger. Aber ich kann hier was... Hä? Moment. Ich wollte schon gerade sagen, hallo? Was ist denn das hier? Ja, das ist kacke, wenn man hier nicht hochlaufen kann. Was? Hä? Kann wohl nicht wahr sein. Moment. Hier, irgendwas ist hier. Sind das Fehler in der Map oder was? Hier geht es. Hier auch. Das ist hier so ein 3x3 Stück, ne? Oder? Also hier kann man auch noch drauf laufen. Hier? Hier geht's auch. Ist es da? Und es ist da, wenn ich das jetzt richtig sehe. Und hier in der Mitte kommt man durch. Ich baue erstmal weiter. Ich hole mir gleich mal einen unsichtbaren Stein. Und also ich kann hier auch nicht rückwärts laufen. Ey, so eine Kacke. Nee, wartet mal, wir machen das Problem. Wir versuchen das Problem direkt zu lösen. Natürlich kann ich den Weg drumherum legen, aber es ist doch... So oder so ätzend, wenn wir da irgendwie so eine komische Stelle haben. Und ich weiß echt nicht, woher es kommen kann. Woher kommt sowas? Ja, einen unsichtbaren Stein. Aber da ist doch kein unsichtbarer Stein hingelegt worden, oder? Also nicht von mir jedenfalls. So, ich gehe jetzt mal zum Golgari, denn oben beim Golgari habe ich so unsichtbare Steine gesetzt, damit sein Heribert oben nicht vom Balkon kippt. So, also erstmal Cheat Mode an. Game Mode 1. Da. Dann die tun wir weg. Nehmen wir uns mal den Stein. Und jetzt bin ich gespannt, ob wir da vorne einen Stein haben. Kann ich auch hinfliegen. Hui. Oh, wie cool. Der Weg ist schon voll cool. Hier ist kein unsichtbarer Stein. Guck dich das mal an. Wieso ist denn an der Stelle jetzt... Ich hab doch einen und den gleichen Stein gelegt. Ja, jetzt geht es. Und wenn ich sie jetzt wieder wegnehme? Gucken wir mal. Ich glaube, das Problem ist behoben, aber... Verdammte Hacke, was ist da passiert? Anscheinend habe ich beim wilden Schuppen
diese Grasbüschel nur irgendwie optisch abgeerntet, oder? Also ich meine, wenn der Stein, den ich da hinsetze, oder auch der Block, den ich da hinsetze, zu einem Grasbüschel wird, das Objekt, denke ich mal, was vorher an der Stelle gewesen ist, dann wird der Rechner das irgendwie noch nicht gecheckt haben, also der Server in dem Falle. Ja, okay, gut, aber damit wäre das Problem gelöst, hoffe ich zumindest. So, dann können wir wieder rausgehen aus dem Cheat-Modus. Okay. Also, es ist merkwürdig, es ist ein bisschen creepy, aber Hauptsache, wir können jetzt wieder hier entlang gehen. Aber so habe ich es gelöst. Das ist sicherlich nicht die feine englische Art gewesen, wie ich es gelöst habe. Aber ich sag mal, gelöst ist gelöst, ne? So, gib mir das. Zack, zack und zack. Hier können wir noch ein bisschen erweitern. So. Und dann kommen wir da hinten wieder noch höher. Ups, Erde. Ich komme aus. Unglaublich. Ich komme aus. Ich hätte es nicht gedacht. Yeah. Du auch noch. Brauche ich da auch noch? Nö, ich sag mal, ich brauche da nicht mehr. Ich habe sogar jetzt zu viel. Ist ja irre. Ja, gut. Besser zu viel als zu wenig. Ah, den machen wir auch noch. Okay. Ja, wunderbar. Dann kommen wir einfach nicht da hinten an der gleichen Stelle aus, würde ich sagen. Dann gucke ich lieber, dass ich hier vorne ein bisschen gerader bleibe. Du musst das halt gleich wieder aufschütten. Dann haben wir hier so einen schönen kleinen Teig daneben. Teich, nicht Teig. Teig daneben geht nur der Bäcker, hoffe ich. Den Bäcker, hoffe ich zumindest. Oh Gott, es ist noch zu früh zum Aufnehmen, fürchte ich. Wobei ich schon gefrühstückt habe. Eigentlich sollte es spät genug sein zum Aufnehmen. So. Zack. Wie, jetzt muss ich... Scheiße, jetzt muss ich wieder runter? Ich bin gerade erst von hier gekommen. Jetzt muss ich doch wieder runter? Ah, Mist. Okay, ja, ist gut, ist gut. Dann machen wir das hier. 1, 2, 3. Und 1, 2, 3. Sehr gut. So. Du weg. Du weg. Du weg. Hab ich jetzt da unten noch welche vergessen? Nö, ne? Nö, ist gut. Ist soweit ganz gut. Okay. Und an die muss ich mich nicht mehr halten. Sehr schön. Na du, magst du denn zu mir nach Hause kommen, Pferd? Hm? Ich habe ein schönes Zuhause, magst du mitkommen? Da sind auch andere Pferde. Nur ja gucken, dass ich hier keine Inzucht betreibe. Ne? Machen. Ja, da werde ich dann aber jetzt hier Blöcke einsetzen, weil hier vorne wird definitiv das Ganze ja noch ein bisschen erweitert. So. Hier kommen dann ganz normale Blöcke hin. Genau. Oh, wie schön. Die Sonne geht unter.
doch manchmal sein Gutes, wenn man das ja doch alles schon komplett ausnimmt, ne? Das ist wieder so eine richtige meditative Arbeit. Und man ahnt es nicht und man glaubt es nicht. Ich komme doch relativ genau aus. Wow. Ach ja, wartet mal. Das habe ich jetzt auch nicht gemacht bisher, ne? Dass ich auf so einer Spitze hier irgendwie runtergekommen bin. Sieht gar nicht schlecht aus. Ach scheiße, nein. Ich habe doch gerade noch davon geredet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, fuck. Oh Gott, bitte, bitte. Ach, kann ich schlafen? Bitte geh weg, geh weg, geh weg. Blödes Viech. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Scheiße. Doch, hat geklappt. Aber der brennt nicht. Warum hat der jetzt nicht gebrannt? Oh Gott, ich brenne. Oh, klar. Oh, nicht zu mir ins Loch hier. Geht weg. Ah, das ist noch mehr. Ich hab's gewusst. Das ist aber noch nichts hier für mich am frühen Morgen, wenn ich mich hier so erschrecken muss. Oh. Um Gottes Willen. Okay, fertig. Die können dann nämlich auch alle schon ganz normale Blöcke sein und gut ist. An Cobblestone mangelt es mir ja nun wirklich nicht. So. So. Ah, den auch noch. Besser ist das. Jetzt schauen wir mal. Ach ja, hübsch. Ist doch okay. Ist nicht wie mit dem Lineal gezogen. Ich kann es mir schön reden, ich weiß. Okay, jetzt wollen wir nochmal dafür sorgen, dass das Ganze auch hier schön eingerahmt ist, wie gesagt. Ja, so ist gut. Hier müssen wir dann noch was dran arbeiten. Aber hier müssen wir vor allen Dingen auch das komplett wieder zustopfen. Die Rinne ist ansonsten ein bisschen gefährlich. Wird ja ganz schnell alles wieder voll grün sein. Huch. Warum habe ich denn da so ein tiefes Loch gemacht? Ach so, deswegen, alles gut. Klick. Aber ausleuchten, richtig. Wo ich da gerade die Fackel hingesetzt habe. Ausleuchten ist auch eine gute Idee. Ich habe auch nur eine von den doofen Sonnenblumen im Inventar. Na, großartig. So, zu ist... Und dann machen wir jetzt den Weg noch ein bisschen schöner. So. Kling. Vielleicht finde ich jetzt auf dem Weg, jetzt da mein Inventar, glaube ich, auch wieder ein bisschen leerer ist, noch Drops von den Monstern. Das wäre doch gut. So, und hier machen wir ein bisschen mehr. Dass es nicht so extra wie so eine Rille aussieht. Eigentlich wollte ich hier noch einen hinsetzen. So. Okay, hier können wir ein bisschen tiefer gehen. Okay. Das ist alles eingerahmt, außer hier. Alles eingerahmt, außer hier. Ich glaube, da mache ich mal weg. Gut. Da fehlt was, aber das Ding habe ich ja sowieso hier komplett gezogen. Ja, ja. I know. Gehört aber alles zum Terraformen. So. Doch, ist okay so. Wow, da habe ich sogar noch einen Cobblestone-Block stehen lassen. So was, den werde ich hier ganz wegnehmen, oder? So, zumindest so. Zumindest so. Yeah, okay. Ach gut, so gefällt mir das aber ganz gut jetzt. Das wird noch grün. Dann ist alles in Ordnung.
Ja, aber das heißt, ich muss hier zumindest genau rechts und links des Weges schon noch ein bisschen was wegnehmen. Die Musik ist wieder alle. Ah, so. Habe ich denn überhaupt? Nee, ich habe gar keine Axt dabei. Ja, nee, dann müssen wir nochmal los und müssen nochmal eine Axt machen. Ach, dann ist es doch ganz gut. Ich verhungere sowieso gerade wieder. Dann esse ich gleich was unten im Kontor und hole eine Axt, damit wir dann da die Bäume roden können. Und dann, ja, dann machen wir in der nächsten Folge weiter. War jetzt nicht so mega spannend, aber naja, es sind die Dinge, die getan werden müssen.